So, meine lieben Freunde, wir gehen rein in das nächste Video. Und zwar quasi das Nachfolgevideo vom Offroad-Camper von Gebrüder Lange. Die haben nämlich anscheinend hier noch eine richtige Roomtour rausgehauen. Von einem neuen Kanal Lange Reisen. Und wir gucken rein. Herzlich willkommen zum ersten Video auf unserem neuen Kanal Gebrüder Lange Reisen. Wir stehen schon vor dem Kfz, um dieses es gehen wird auf diesem Kanal und mit dem wir reisen werden. Aber erstmal nochmal, worum geht es hier überhaupt? Hier geht es so generell ums Reisen, ums Vanlife. Wir werden voraussichtlich eine Europatour machen, nur mit dem Bulli, also mit dem Fahrzeug hinter uns. Und ja, heute zeigen wir euch mal das Fahrzeug, mit welchem wir die nächsten Wochen, Monate... Freunde, also wenn ihr euch zurückerinnern könnt, wir haben hier zwei Seiten, ich habe hier einen Blog, Liste gemacht, ja, was wir alles wissen wollten noch. Thema PS, Motorverbrauch, die Betten, Marvin wollte die Bumsfähigkeit wissen, das Gewicht, Topspeed, Stromversorgung, Stauraum, Lautstärke bei ca. 130 km/h, die Reichweite, Kraftstoff, Soundsystem, Solar, schwarzer Dachhimmel eventuell möglich, komplett gekauft oder extra umbauen lassen, Fahrwerk und so weiter und so fort. Wir werden sehen, ob das alles beantwortet wird. Vielleicht Jahre unterwegs sein werden und was daran alles umgebaut ist und wie wir uns darin häuslich eingerichtet haben. Genau, darum soll es heute gehen und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ski, ski, ski. Full Motion. Es ist einfach ein sehr, 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 sehr schönes Fahrzeug. Oh, da ist es. Ich hoffe, das zeigen die jetzt nochmal da richtig, die Pennfläche, wie das ist da, was geht da rum, ist da ein Fliegengitter, wie kommt man da rein, so weiter, ne? Okay, erstmal zu ein paar technischen Dingen. Das ist ein VW 6.1 TDI 150 PS. TDI heißt Diesel, 150 PS ist also der kleinere Motor. Es gibt, glaube ich, noch einen mit 204 PS. Da stellt sich mir schon die Frage, warum der kleine Motor? Warum 150, nicht 204? Und wie man unschwer erkennen kann, ist er nicht ganz Serie. Wir haben den umgebaut gekauft. Für diejenigen, die vom Gebrüder Lange Kanal, von unserem Hauptkanal gekommen sind, die wissen bereits, was daran umgebaut ist. Aber ich werde es euch in diesem Video alles nochmal gründlich zeigen. Und ich habe auch einiges vergessen gehabt in dem anderen Video. Der steht auch ein bisschen schräg da, ne? Also ich weiß nicht, ob die da jetzt so drin pennen wollen. Du musst ja immer schön gerade stehen. Genau, was direkt auffällt von Anfang an, ist natürlich der hier. Das ist ein Personenschutzbügel, eigentlich, also umgekehrt. Das ist ein Bullenfänger. Falls mal ein wilder Bulle in dein Auto reinläuft, dass sich das schützt. Umgangssprachlich kann man auch Bullenfänger dazu sagen. War eine Zeit lang verboten, ist jetzt aber wieder erlaubt. Dadurch, dass man halt hier Kunststoffschrauben hat und damit der fixiert ist. Das heißt, bei einem Unfall kann das nach hinten weggehen und gefährdet halt die Person nicht mehr stark. Ah ja. So, was ist hier noch dran? Hier sind zwei helle Lampen dran. Die sind nicht für den Straßenverkehr zulässig, aber wenn ich im Wald unterwegs bin, und das bin ich öfter, da kann ich die nutzen, quasi zusätzlich zum Fernlicht, einfach nochmal, um ein bisschen mehr Sicht zu haben. Genau, was hier auch noch direkt auffällt, 4Motion, das 4x4. Bedeutet Allradantrieb. Und zwar wird das elektronisch zugeregelt, wenn vorne die Vorderachse ein Viertel Schlupf hat, dann schaltet sich der Hinterradantrieb noch dazu. Dann haben wir Arbeite bei VW, die 204 PS Variante ist ein bisschen anfällig. Gibt es da keinen irgendwie mit 400 PS oder sowas? Was soll ich mit 150 PS in der Karre? Mehr Allradantrieb, damit kommen wir dann auch ganz gut durchs Gelände. Genau, apropos Gelände, wir haben auch unterm Fahrzeug, das sieht man jetzt nicht gut, wir haben hier, ich denke man hört's, wir haben hier einen Unterfahrschutz dran, der ist Aluminium, ich glaube 5. Nochmal klopfen vielleicht, hallo, ist da jemand? Oder 6 mm, falls man wie wir gerade hier so ein bisschen auf den Hügel fährt oder so und unten Erde gegenkommt, dass man sich keine Schäden unterm Auto hinzuzieht. Und ja, ist so ein bisschen Sicherheit und nimmt einem ein bisschen die Bauchschmerzen, wenn man im Gelände unterwegs ist. Genau, so, dann gehen wir mal ein bisschen rum hier ums Auto. Und zwar, wir haben
hier größere Räder drauf. Die genauen Umfangsdaten, die müssen man ja hier sehen, ne? 52, 55 R. Ja? So. Ja, was R? Was R? Unsere Felgen, die passen natürlich dazu, das sind Offroad-Felgen. Wir können halt hier... Ach, Max! Ganz gut alles säubern, wenn man wirklich mal durch... Ist aber halt kein richtiges Offroad-Auto. Ja, darum geht's ja auch nicht. Das ist jetzt wieder der Riesenunterschied. Was will man? Will man jetzt sich ein Offroad-Auto holen, um damit heftig durch einen Offroad-Park und richtige krasse Offroad-Touren zu machen? Dann wäre das, glaube ich, nicht die Wahl. Definitiv nicht. So, aber das geht ja in Richtung, ich sag mal, Camper, Van, sonst was, wo man aber halt auch mal ein bisschen Offroad-mäßig fahren kann, um einen gewissen Standplatz zu erreichen, so, ne? Also ich find's geil. Oder sowas, was sicherlich auch mal vorkommen wird. Und ja, die... Genau, man muss einfach wissen, was man will und was das Auto kann. Ja, absolut, genau. Es ist immer die Frage, was du vorhast. Es ist doch genauso wie, das ist die beste Hängematte, das ist das beste Zelt, das ist das beste Messer. Nein, das existiert nicht, das gibt's nicht. Die größeren Reifen gehen natürlich auch mit einer größeren Fahrzeughöhe einher. Das heißt, man braucht da andere Stoßdämpfer. Das Auto ist 35 mm Vorder- und Hinterachse höher gelegt. Und ja, dadurch halt noch ein bisschen geländetauglicher als vorher. Mhm. Dann ist hier auch schon der Innenraum. Das ist sicherlich für die meisten jetzt sehr interessant. Ja. Das habe ich ja auch in dem anderen Video erst nur ganz kurz angeschnitten. Ja, ich setze mich mal rein. Und zwar hier kann man halt ganz gut sitzen. Ne? Wir haben hier einen Bambustisch, den kann man ganz gut zusammenfalten. Der hat vier Teile. Ja, machen wir. Und wir können den auch komplett rausnehmen und mit vier Beinen aufstellen. Das ist natürlich geil. Wenn du den nehmen kannst und auch draußen hinstellen kannst. Was ziemlich praktisch ist. Dann haben wir hier ein Waschbecken, wir haben fließendes Wasser. So, ich brauche es mal ein bisschen anzumachen dort. Fließend. Das weiß ich zum Beispiel nicht, ob ich das bräuchte. Brauche ich da so fließend Wasser aus einem Wasserhahn? Ich meine, ich habe das einfach über einen Kanister gemacht oder so. Wofür brauche ich das? Ich weiß nicht, ob das für mich Spielerei wäre. Ja, den Innenraum fühle ich auch nicht so krass, da geht irgendwie mehr. Fließendes Wasser, zack. Dann haben wir natürlich... Also rein optisch gesehen, wie wäre denn noch von Optik? Zum Abspülen vielleicht. Ja, aber was willst du hier drin in diesem kleinen Ding da jetzt um die Ecke so da irgendwie was abspülen? Oder mache ich das nicht lieber eh einfach irgendwie draußen mit dem Kanister? Ich habe einen Frischwassertank an Bord, das sind bisher nur 24 Liter. Aber klar, wenn du jetzt so ein Messer abspülen willst und mal eine Tasse oder so, ja, dafür könnte es schon sein, ne? Ja, ja. Man könnte noch einen zweiten aufrüsten, das wird man für eine lange Reise sicherlich auch machen. Und dann kommt wahrscheinlich auch noch ein Tank außen an Bord, weil ja, Wasser ist das, was man am häufigsten braucht und davon kann man nie genug haben. Achso, dann bleiben wir mal bei den technischen Sachen erstmal. Und zwar haben wir hier die Standheizung. Ja. Das ist eine Diesel-Luftstandheizung und ja, wir brauchen ein bisschen Strom, ein bisschen Diesel und dann haben wir jetzt hier schön warm drin im Sommer. Gerade jetzt kein Thema, braucht man nicht, aber im Winter, da brauchst du eine Klimaanlage. Winter, wenn es dann kälter wird und man hier drin schlafen wird, dann braucht man das unbedingt. Man kann den Tisch auch beiseite schieben, ohne ihn ausbauen zu müssen. Ja, ich hoffe, er zeigt das mal so ein bisschen. Und was hier noch drin ist... Weil da ist ja auch so eine Schiene, du kannst ihn auch hin und her schieben irgendwie. Technik ist hier oben, da unter dem Beifahrersichtschutz, haben wir hier, wenn ich mal raufdrücke... Ah, okay. Haben wir einmal die Bordspannung 12,5 Volt und die Startbatteriespannung. Okay. So, das heißt, wir haben zwei Batterien an Bord. Eine fürs Auto an sich, fürs Start. Was wäre denn im Moment dein Traum-Offroad-Auto? Fragt Ben Günther. Dankeschön für die 100 Bits. Das Ding ist, ich brauche kein ultra krasses Offroad-Auto. Ich meine, ich habe die G-Klasse, das ist krank. Offroad-mäßig kannst du alles machen. Aber ich nutze die unter ihren Möglichkeiten. So. Offroad-mäßig ist es genau das, dass du sagst, ey, ich fahre mal irgendwie noch ein paar Meter weiter oder um an einen Schlafplatz zu kommen oder ich fahre über einen Feldweg oder mal in den Wald da so ein Stück rein. Aber so krass Offroad fahre ich ja gar nicht. Deswegen gucke ich mir jetzt gerade schon das zweite Video davon an, weil ich das ganz spannend finde. Und wenn ich allein schon wieder sehe, wie er da rumchillt, mit diesen Sitzen umgedreht, das... Du hast halt wirklich so ein kleines Mini-Zuhause, ne? Wo du wirklich auch drin sitzen kannst. Du kannst ja sogar da drin stehen. Wenn du das Hub da hochmachst, kannst du da drin stehen und dich umziehen und sowas. Das ist schon geil. Karten für die ganze Technik und so. Und eine für die ganzen Verbraucher hier an Bord. Wir haben auch Strom. Wir haben hier eine 230 Volt Steckdose mit einem Inverter dran. Ja, das ist halt auch geil, ne? Einfach eine scheiß Steckdose. Kannst halt auch mal irgendwie Laptop laden oder Handy laden. Das heißt, wir haben hier eine normale Steckdose, ne? Mhm. Mit dem Schalter kann ich die zuschalten. Dann haben wir hier noch eine normale Steckdose für Landstrom. Wenn man vorne am Campingplatz Strom anschließt, dann hat man hier ganz normal Bordspannung auch daraus. Hier nochmal ein bisschen zum Fahrzeugtechnik. Wir haben, wie gesagt, 150...
TDI. Wir haben einen Automatik-DSG-Getriebe. Mhm. Sehr angenehm zu fahren. Ich hoffe, das hält eine Weile. Ja, Auto habe ich jetzt erst eingefahren, noch nicht ganz 1000 Kilometer drauf. Aber ja, hoffentlich. Es ist auf jeden Fall anscheinend ein bisschen warm. Am Sweaten da die Stirn. Ja. Yeah. Okay. Hält's eine ganze Weile und begleitet uns auch eine ganze Weile. Genau. Ja, ansonsten ist hier eigentlich nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben hier schönes Licht. Kann man hier so anschalten. Jetzt ist es ein bisschen dunkel, man sieht es nicht. Hier dimmbar. Ist ganz schön, wie ich finde. Dann haben wir natürlich auch noch einen Kühlschrank. Hier kann man mal reingucken. Da haben wir schon ein bisschen kühl. Ja, ist, also zum Beispiel Kühlschrank hatte ich in der G-Klasse nicht. Geht auch ohne. Aber ist schon cool, so ein kleiner Kühlschrank. Ja, weil du kannst halt frische Sachen da natürlich auch mal irgendwie reinpacken. Ja, ein bisschen Käse, Frischkäse, dies, das. So, du musst dann halt, es geht auch ohne, wenn du gefühlt jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwo ranfährst. Ich muss da jetzt nicht irgendwie die übelsten Getränke drin kühlen. Aber hast ein bisschen Salat drin oder irgendwie so. Ja, schon geil. Kühle Getränke drin, ein bisschen Aufstrich und Milch und so. Hier haben wir auch ein kleines Eisfach drin. Lol. Dort können wir dann natürlich auch Eiswürfel drin aufbewahren. Ist ganz niedlich, finde ich. Hier kann man ihn auch ausstellen, aber wir haben ihn jetzt natürlich... Ah, okay, man kann ihn aus. ...ein paar Tage unterwegs sind. Neben dem Kühlschrank haben wir natürlich hier noch zwei Fächer. Ah, schade, dass sie das mit dem Abbauen von dem Tisch jetzt nicht gezeigt haben. Schade. Die wir euch nicht gezeigt haben. So. Ja. Dort haben wir natürlich auch noch mal eine Menge Stauraum. Hier ist so ein bisschen Geschirr drin. Da hinten ist der Wasserkanister. Wie gesagt, da kommt noch ein zweiter auf jeden Fall hier hin, weil ich habe, glaube ich, 24 Liter gesagt. Das sind, glaube ich, nur 12 Liter. 12 Liter reichen auf jeden Fall nicht so wirklich lange. Vor allem, wenn man die Dusche hinten hat. Die ist auch da angeschlossen. Dann haben wir hier mein Nemo drin. Das ist mein... Da schreit irgendwie die ganze Zeit ein Kind im Hintergrund. Kann das sein? Eine Tauchboje für diejenigen, die uns von dem anderen Kanal kennen. Die wissen das bereits. Dann hier so ein bisschen Grillanzünderzeugs. Hier eine Kaffee... Ja, also da hast du quasi gefühlt ja so ein bisschen Stauraum für minimal alles, was du wohnküchentechnisch dort vor Ort brauchst. Das ist ja kein, da packst du ja nichts rein, was du jetzt auf einer Reise mitnimmst mit Klamotten, Schuhe, Technik, sondern das ist ja eher so ein Fach, was irgendwie zu dieser Campingausstattung gehört, ne? Hier noch ein bisschen Geschirr und ja, da ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen Platz, das ist gut. Und hier neben dem Waschbecken haben wir auch noch ein Fach. Da ist unser Kartuschenkocher drin, also mit Gas. Hier ist eine Gasflasche, Butangasflasche. Die macht man hier so rein, klemmt man rein. Und dann kann man damit ungefähr 2 bis 3 Stunden auf voller Flamme kochen. Das dreht man dann ja einfach so um. Habe ich auch das gleiche Ding. Und dann funktioniert es wie ein ganz normaler Gaskocher. Jo. Achso, man könnte das Gitter hier theoretisch sogar abnehmen. Das ist magnetisch da hinten fest. Okay. Falls man irgendwie doch mal an die Scheibe ran muss. So. Tada. Okay. Kann man, wie gesagt, abmachen, vor allem wenn man die Thermomatte... Aber wofür ist das Gitter überhaupt da? Oder so. Hier, das ist halt mit Magnet fest hinten. Ziemlich cool gelöst, aber wir werden es auf jeden Fall eigentlich immer dran lassen, denn da ist unser Papierkorb dran, unser kleiner Mülleimer. Ach, das ist so als Regal gedacht so? So. Also, ja, Regal ist das falsche Wort, aber um Sachen festzumachen vielleicht? Dran. Hier kann man halt irgendwas einhängen in das Teil, hier könnte man auch Gewürzhalter noch ranmachen. Ach so. Aber das werden wir über die... Monate sicherlich alles noch ein bisschen aufrüsten und optimieren. Ja, wir haben natürlich hinten noch ganz viel Staumöglichkeiten, die zeigen wir euch auch gleich. Das Fahrzeug ist übrigens umgebaut von Surfervan, die sind an der Ostseeküste und haben hier dieses Rundum-Paket für uns erstellt. Die verkaufen quasi entweder Gebrauchtwagen, die sie umbauen, oder direkt Neuwagen, die sie direkt umbauen. Und ja, da kann ich nur sagen, sind wir sehr zufrieden mit und es hat sich auf jeden Fall bis hierhin schon mal gelohnt. So, ich würde sagen, ich mache jetzt mal das Dach hoch. Wir haben nämlich ein Aufstelldach. Ja. Das ist übrigens ein umgebauter Transporter. Es gibt ja die normalen Californias, die schon ein Aufstelldach drin haben. Aha. Das hier ist aber ein umgebauter Transporter. Und das Aufstelldach hat Surfervan auch mit direkt integriert. Ah, okay, spannend. Das ist gar nicht von VW. Genau. Um das aufzumachen, mache ich hier oben, zack, den Gurt weg. Das ist in Sicherheit, dass das Dach nicht auffliegt beim Fahren. Da haben wir hier rechts und links noch Rastungsschnallen, so zack, zack. Und dann im Prinzip kann ich das auch schon so aufstellen. Da. Und ja, wir haben hier oben schon einen Schlafsack drin, das zeigen wir euch gleich, aber vorher klappe ich das jetzt erstmal hoch, dass wir hier in dem Bus stehen können. Jetzt haben wir eine angenehme... Ja, ist halt krass, kannst du einfach stehen, ne? ...im Stehhöhe, auch hier an der Küche. Kannst du ja auch mal im Stehen dann einen kauen lassen, das ist natürlich nice, ey. Hast ja noch 2 Sitze da vorne. Und ja, das ist halt ein größeres Raumgefühl jetzt. Und wenn man längerfristig irgendwo steht, dann ist das sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Genau, wir können das oben auch komplett aufmachen, das machen wir alles noch.
Aber vorher zeige ich euch noch ein bisschen Zeug hier aus dem Innenraum. So, jetzt sind wir wieder im hinteren Teil des Fahrzeugs. Wie gesagt, wir haben hier ziemlich viele Staumöglichkeiten. Hier oben ist ein großes Fach. Da mache ich so Technik hin und sowas. Dann haben wir hier drei kleine Fächer. Hier haben wir jetzt gerade ein paar Gewürze drin, ne? Hier schöne kleine Gewürze, eine Kräutermischung oder sowas. Hier so ein paar, naja, Utensilien. Ja, da liegt schon überall der Kram rum. Dann noch ein paar Teelichter, dann hier noch was rein, dann da noch, da geht schon gut los. Völlig verkramt die Bude. Man immer mal gebrauchen kann, irgendwie Dosenöffner, ein paar Teelichter und sowas. Und ja, du hast auch noch zwei Haltegriffe, wenn du da stehst. Ist echt nicht schlecht, ne? Hier unten haben wir ein bisschen Dosen, ein bisschen Haferflocken, Spüli und Klebeband. Ja, ist noch nicht ganz so gut geordnet, aber für die Fächer reicht es erstmal. So, dann haben wir hier oben auch noch eine große Ablagefläche. Das geht hier hinten auch durch. Mhm. Da haben wir zuerst die Gewürze drin gehabt, aber die Gewürze machen sich hier besser. Deswegen haben wir hier jetzt ganz viel freie Fläche. Was wir dahin machen, wissen wir noch nicht. Vielleicht auch ein bisschen Nahrungsmittel oder sowas. Und ja, so, dann haben wir hinten... Dosenöffner, ja, na klar. Zusammen mit Teelichtern. Hier das wohl größte Staufach. Da ist jetzt zurzeit ein Kissen drin, was man eigentlich auch oben noch im Aufstelldach einfach drin lassen kann, wenn man das Dach zumacht. Wir haben eine Jacke, wir haben Thermomatten. Die Thermomatten, die kann man magnetisch an die Fenster, das ist jetzt wahrscheinlich für links außen, kann man magnetisch so an die Fenster klemmen, so, zack, das klickt sich dann hier alles fest. Und dann bleibt halt die ganze Wärme im Auto. Brauchen wir, wie gesagt, für den Sommer nicht, wahrscheinlich auch nicht in der Nacht. Ach so, dass die Wärme im Auto bleibt. Dann die Teile sind dann eher für Winter. Ah. Die muss man dann auch nicht immer mit an Bord haben. Genau, dann haben wir hinten auch noch zwei Staufächer. Da ist jetzt so ein bisschen Technikkram drin. Das haben wir alles noch nicht so richtig eingeordnet. Und hier unten ist mein ganzes Metalldetektor-Equipment und so, was ihr sicherlich vom Hauptkanal kennt. Da ist ein richtig, richtig großes Fach. Da habe ich alle Detektoren. Also kommt man da jetzt nur oben unten durch dieses Loch da irgendwie ran oder was? Also ich bin so von dem Ausbau weiß ich nicht. Von dem Ausbau bin ich noch nicht so 100% überzeugt. Sind schon coole Sachen dabei. Optik mal jetzt außen vor gelassen, aber weiß ich noch nicht. Detektoren und all mein Equipment drin, was ich so brauche. Und das ist auch gut so, dass hier so viel Platz ist. Genau, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier oben das Dach auf, weil es ist doch ganz schön warm. Wie habt ihr gesehen, das Auto hat... Ach, auch über den Kofferraum hinten erreichbar. Gut, das ist schon wieder besser, aber ne? Schwarz. Wie sich das dann wirklich im richtigen Sommer nochmal auswirkt, werden wir dann sicherlich noch ein Fazit ziehen. Aber bisher ist es eigentlich okay. Genau, wir machen das jetzt oben hier komplett auf und ich würde sagen, du gehst mal raus mit der Kamera und ich versuche das mal hier. Wir haben es selber noch nie komplett aufgemacht, das Dach, aber sieht sicherlich ganz cool aus. Werden wir gleich sehen. Okay, jetzt sehen wir hier mal das Ding. Okay, ja. Ey, das ist halt schon geil, dass du das da so komplett aufmachen kannst, Alter. Das ist ein Cabrio. Genau, jetzt muss man das hier oben in diese Ösen reinhängen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, das haben wir selbst noch nie gemacht. Ich würde sagen, wir holen euch wieder dazu, wenn es soweit ist. Ja, kriegst du halt auch ganz schön durchlüften halt, ne? Ey, guck doch mal an. Vor allem, dann kannst du ja auch so pennen. Du kannst ja jetzt wahrscheinlich das Bett runter machen und dann quasi komplett so offen frei pennen. Wie krank ist das denn? Ich hab's geschafft, das ist jetzt natürlich ein bisschen provisorisch. Eigentlich rollt man es besser ein, aber ich denke mal, zu Demonstrationszwecken reicht das auch aus. Und ich finde, es ist ziemlich schön. Wir können jetzt tatsächlich auch das Bett hier runterklappen. So. Und können jetzt hier... Alter! Wie geil ist das denn? Einfach so. Ja, ist ohne Mückennetz. Ist logisch. Du müsstest dann natürlich gucken, dass du eine mückenfreie Nacht hast. Beziehungsweise kannst du ja das Ding auch zumachen und dann hast du ja die Fenster mit Mückennetz so. Unter freiem Himmel. Und das finde ich doch... Boah, das ist aber schon fett, Alter. Wir haben ja auch eine ganz gute Location. Wir sehen hier ein paar Seen und so. Ist auch ganz schön, finde ich. Also das, ich sag mal so, Optik des Gesamtfahrzeugs, 1 plus mit Sternchen, wie Monte sagen würde, und oben generell das Aufstelldach. Das sind die Sachen, die ich richtig geil finde. Auch das Thema mit den Sitzen und generell mit den Sitzen zum Umdrehen und generell Oh, ich kann nicht reden, Alter. Des großen Volumens innen drin, dass du dich da frei bewegen kannst mit Tisch und so weiter. Was mich noch nicht überzeugt, ist der ganze Ausbau da drin. Weiß ich nicht. So optisch und Funktion. Ob es da noch andere Varianten von gibt. Also generell erstmal von der Anordnung und wie das ist, glaube ich schon, dass das clever gemacht ist. Aber ich weiß noch nicht. Wenn wir das Teil zumachen hier, haben wir auch ein Fenster vorne drin.
falls es mal nicht so gutes Wetter ist, dass man trotzdem ein bisschen Aussicht genießen kann. Liegefläche ist noch wichtig. Liegefläche schreibe ich mal noch auf. Mal sehen. Also ich sag euch safe, es sind noch Sachen offen, die nicht beantwortet werden. An so einem Tag wie heute, da kann man das einfach so offen lassen, finde ich. Gut, dann würde ich sagen. Ist aber auch geil zum Durchlüften. Wenn da mal die Dämse drin ist, du machst das Ding oben auf, boom. Einfach auch mal mit 50 km/h mit dem offenen Ding ein bisschen fahren. Da kommt da richtig Luft rein oben so. Hier oben, zack, Frontluft, bam, wird durchgewirbelt. Sagen, komme ich mal wieder runter und dann gehen wir mal hinter das Auto. So, jetzt gucken wir doch mal, was sich hier hinter der Heckklappe verbirgt. Und ja, wir sehen, es ist ein bisschen vollgeräumt. Das hier ist übrigens unsere Toilette. Es ist eine Trenntoilette. Okay, okay, okay. Das war so ein Fertigbausatz. Ja, ich kann es eigentlich mal kurz zeigen, wenn ich es mal rausnehme. So, ne, ich will es jetzt eigentlich nicht in Dreck stellen. Das haben wir noch nicht gemacht. So, tada. Haben wir zwei Behälter. Wie gesagt, eine Trenntoilette. Und der Vorteil eines Nicht-Chemieklos ist, dass man das überall quasi entsorgen kann. Auch an öffentlichen Toiletten oder sowas. Damit man nicht so gebunden ist, die Chemie irgendwie loszukriegen, weil das ist teilweise echt kompliziert. So. Thema Trenntoilette. Schreibt mal eure Meinung rein. Ich sag's jetzt ganz ehrlich. Jetzt gehen wir mal davon aus, du bist mit als Paar dort unterwegs. Also Männlein, Weiblein. Das war mal beide Seiten beleuchten. So, ja. Variante 1, das kleine Geschäft. So, da gehe ich, bin ich irgendwo in der Öffentlichkeit, gibt es öffentliche Toiletten, frage ich nach. So, bin ich nicht in der Öffentlichkeit in der Natur, dann pinkel ich doch einfach irgendwo in die Natur. So, da brauche ich da schon mal nicht rein. Das heißt, Geschäft Nummer 1 brauchen wir uns nicht unterhalten, dass ich da nicht da irgendwie in Pipi in so eine Box reinmache. Weder männlich noch weiblich, ist ja völliger Quatsch, oder? So, oder wie seht ihr das? Das große Geschäft gibt es auch wieder die beiden Varianten. Ich bin irgendwo in der Öffentlichkeit, dann stelle ich das Ding ja auch nirgendwo hin. Wo soll ich denn das Ding hinstellen? Das heißt, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit bin oder wo Menschen sind, dies, das, dann muss ich mir eh eine öffentliche Toilette suchen oder ich nehme auch das Ding ja nicht unter den Arm und gehe dann irgendwo hin. So, also wann nutze ich denn dieses Teil? Dieses Teil würde ich ja nur nutzen, wenn ich irgendwo alleine bin, wo keine anderen Menschen sind. Außer vielleicht halt dann die Partnerin, wer auch immer. Ja, aber ganz ehrlich, dann kann ich doch auch irgendwo mich hier rechts hinhocken, oder? Warum soll ich denn dann in den Behälter da reinmachen? Ist jemand von euch dabei, der sagt, ja, würde ich genauso machen? Und wenn ja, wann denn, wie denn? Das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, das Ding. Also ich würde mir keine holen, glaube ich. Habe ich bei der G-Klasse auch überhaupt nicht vermisst, sage ich euch ganz ehrlich. Da hocke ich mich lieber irgendwo in den Wald oder so, keine Ahnung. Ich glaube, meine Lösung wäre auf jeden Fall nicht, dass ich da immer wieder eine Wurst auf die nächste häufe. Wisst ihr, was ich meine? So, dann haben wir hier hinten einen Heckauszug. Den hat Servervan auch extra für uns eingebaut. Tada. Da ist jetzt ein Bollerwagen drin. Und hier ist meine Tauchkiste. Da ist Neopren drin und ein bisschen anderes Equipment, Taucherflossen und alles. Und ja, der Vorteil von dem Ding ist, da ist auch das ganze Tauchblei drin. Und wenn ich diese Kiste rausheben muss, muss ich sie nicht aus dem Auto rausheben, sondern kann sie von hier runterheben. Und das ist deutlich angenehmer für den Rücken und zum Verstauen generell. Wesentlich angenehmer, ja. Genau, dann kannst du. Ja, chaotische Lagerung, also ich weiß auch nicht, ne? Muss halt jeder selber wissen, aber das wäre mir alles ein bisschen zu überall da, zack, und da hängt schon der Schlauch raus und hier ist noch ein Schuh drauf und. Hier hinten nochmal zeigen, da hinten ist mein ganzes Equipment drin. Da ist ein Riesenfach, da passt einfach alles rein im Prinzip. Dieses Fach, da kommst du von hier ran und von der Seite ran. Oh, das fühle ich irgendwie nicht. Das ist ein Fach, wo du einfach nur reinschmeißt. Guck mal, hier liegt noch eine Hose. Ah, oh, nee, oder? Nee. Dort. Hier ist unter anderem auch unsere Heckdusche drin. Die haben wir. Diese zwei Gläser hier finde ich ganz lustig. Kann man mal ein Weinchen trinken. Hier verbaut. Tada. Das heißt, ich kann die hier so anschließen. Zack. Ja, mach mal an. Und wenn ich sie jetzt anschließe oder anschalte, besser gesagt. So. Dann ist geil. Haben wir hier ein bisschen Wasser und mir ist so warm. Ja, das ist schon cool, hat schon was. Kann man sich auch mal frisch machen. Dann könnte man aber an die Airline-Schienen an der Seite so ein Duschvorhang ranbauen, wie Martin hat. Die jetzt tatsächlich das erste Mal benutze. Oh. Okay, funktioniert. Test bestanden. Oh, das ist schön. Willst du auch mal? So, was haben wir noch? Wir sehen,
hier noch ein zweites Bett. Das haben wir euch gar nicht verraten, glaube ich, am Anfang. Doch, hast verraten. Die Zuschauer von Gebrüder Lange, die wissen das auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das da hinten drin lassen würde. Ist halt geil, weil du kannst nochmal stealth-mäßig pennen, aber du nimmst dir natürlich dadurch hier hinten einen riesigen Stauraum weg. Ne? Also wenn du einfach nur das Volumen dieser Matte dir anguckst, könntest du ja halt irgendwie zwei, drei große Kisten. Ja, also das ist der Riesenstauraum. Das sind ja zwei komplette Reisekoffer. Wir haben hier ein zweites Bett für unten. Das können wir auch noch relativ fix aufbauen. Das werden wir auch gleich nochmal machen. Und dann sage ich dazu auch noch ein paar Worte. Genau, ansonsten sind wir hier noch ein bisschen Zeug drin. Hier ist noch ein Neopren, meine Tasche. Also ihr seht, genug Stauraum ist vorhanden. Und hier oben haben wir tatsächlich auch zwei Gläschenhalter, falls die Damen ein kühles Glas, ich weiß nicht, Aperol Spritz oder so ab. Was heißen hier die Damen? Ich trinke auch mal ein Weinchen. Auch mal einen kleinen Rosé oder so. Du musst auch ein Feinschmecker sein. Auch als Herr kann man mal ein Weinchen trinken. Trinken möchten. Da freuen sich die Damen auch drüber, wenn du mit denen ein Weinchen trinkst. Genau, das war's auch so weit hinten. Klappe mache ich wieder zu. So. Upsala. Wir sehen hier nochmal 4Motion. Eine Anhängerkupplung, eine Feste haben wir auch dran. Ah, Feste? Wenn man irgendwie mal einen Anhänger mitnimmt. Aha. Und ja, ansonsten gibt es hier hinten auch nicht mehr zu sagen. So, wieder fast vergessen. Wir bauen natürlich nochmal das untere Bett auf. Ja, genau. Dafür muss ich hier einfach nur reingehen. Hier ist so eine Lasche. Die ziehe ich. Dann kann ich so das einfach umklappen. Ja, yeah, so, okay. Passt ein. Dann kann ich hier diese zwei Teile hochstellen. So, so. Und dann. Wo ist der Tisch hin? Tada. So, und dann muss ich hier nach hinten. Aber wenn man sich nicht so dämlich anstellt wie ich, dann kann man das tatsächlich auch in 10 Sekunden aufbauen. Zack. Jetzt muss natürlich noch ein Laken drauf, aber dann hat man... Hä, wieso ist denn da so viel Platz? Das raff ich gerade nicht. Wenn ich mein Bett in der G-Klasse aufbaue... Aber die G-Klasse hat so eine lange Motorhaube, ne? Du hast ja hier innen drin, hast du ja locker nochmal einen Meter mehr Platz. Wenn ich mein Bett aufbaue, muss ich meine Sitze, die Lehnen komplett gerade machen und komplett nach vorne schieben. Dann baue ich das Bett auf und dann ist das auf Spannung auf dem Millimeter drin. Der, oder nicht der, sondern hier bei dem T6-Bus baust du ja das Bett auf und hast hier vorne ja noch, hier ist ja noch übelst Platz, Alter. Hier einfach noch ein zweites Bett. Oben kann man natürlich auch schlafen. Ich zeig mal, wie das aussieht, wenn das unten ist. Hey, das ist ja viel mehr. Guckt euch mal an, wie viel Platz hier noch ist. Da kannst du hier noch sitzen, noch Zeug haben, hier drunter. Das ist krass. Das ist krass. Hier oben Bett. Und hier oben. Also das Ding hier im Innenraum hast du locker fast einen Meter mehr Platz. Und ein zweites Bett. Das heißt, zu viert kann man hier doch ganz gut Nächte verbringen. Aber wie lang ist das? Wie lang ist diese Liegefläche da? Ich würde sagen, ich mache nochmal das Dach runter und dann zeigen wir euch nochmal, was oben drauf ist. Weil das ist auch nicht ganz Serie. Wir gucken gleich, ob alle Fragen beantwortet sind. So. Ich muss es jetzt nicht festmachen, aber sollte trotzdem reichen. So, jetzt kommt bestimmt über das Rad geht der drauf, ne? Ja, ja, genau, okay. So, also wir haben hier einmal einen Dachgepäckträger, also ein Transportnetz. Hier habe ich Spaten drauf und noch eine Sandschippe fürs Schatzsuchen. Was ist das hier? Ja, das, generell ist mir das alles da ein bisschen zu lose und raufgeworfen. Irgendeine Frucht, okay. Und auf der anderen Seite sehen wir Sandbleche, falls wir uns irgendwann mal im Gelände richtig festgefahren haben. Ah, jetzt sehe ich gerade, hier sind so Schienen drauf. Okay, okay. Haben, die können wir unter die Reifen machen und dann kommen wir wieder raus. Die sind jetzt da noch nicht ganz optimal platziert, finde ich. Da haben wir durchaus noch eine andere Möglichkeit, die zeige ich euch gleich. Aber vorher noch das Ding da, das ist eine Solarplatte, 160 Watt. Mhm. Und die wird jetzt quasi ein bisschen hierdurch verdeckt, aber das ist bisher noch kein Problem gewesen und die Batterie war immer randvoll. Und das müssen wir einfach langfristig gucken, wie sich das macht. Aber damit sollten wir auf jeden Fall eine Weile autark unterwegs sein. Die Frage ist, gibt es den Dachgepäckträger auch in länger, dass die Sandbleche weg sind und vielleicht der Träger bis rüber geht? Und dann könnte man die Sandbleche einfach mit auf den Träger packen, oder? Ist man flexibler? Können und dennoch nicht irgendwann ohne Strom da. In meinem Bus habe ich 1,20 Meter mal 2 Meter Liegefläche und habe noch 50 cm bis zu den Sitzen kurzer Radstand. Okay, 2 Meter Liegefläche ist, ja, sehr gut, 2 Meter brauchst du ja mindestens. Wie lang ist denn ein normales Bett? Ist ein normales Bett nicht 2,20?
in der Länge? Stehen, weil das wäre ja auch blöd. Genau, müssen wir aber langfristig testen, wie gesagt, wie sich so ein Teil macht. So, auf der... Ist auch 2 Meter? Normales Fett auch 2 Meter? 1,80 mal 2 Meter? Ja, okay, okay. Ja gut, dann ist okay. Ja, ich hab's verstanden, Freunde. Ihr habt den richtigen Durchblick. Ich bin wieder Dulli. Seite okay. Haben wir hier nochmal das schöne Surferband-Logo und wir haben hier Airline-Schienen dran bekommen. Der Plan ist, dass wir vielleicht die Sandboards irgendwie hier so dran befestigen, in Fahrtrichtung so. Wie gesagt, ich hätte echt jetzt überlegen, ob man hier irgendwie so einen Duschvorhang dran macht, dass du halt einfach auch dich da entspannt abduschen kannst. Mit einer kleinen Halterung oder so. Längs und eventuell noch einen Wassertanken extern. Oder man würde die dann halt hier außen an den Dachgepäckträger ranbekommen, so wie bei Martin halt. Das finde ich schon nice, muss ich sagen. Hier ran. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das erstens gut aussieht und zweitens auch sehr praktisch ist, weil da haben wir auf dem Dach keine Abdeckung auf der Solarplatte mehr. Mm. Ja, oben auch noch ein bisschen mehr Stauraum auf dem Dachgepäck. Was mir gerade einfällt, was doch cleverer wäre, aber warum denn nicht die Solarplatte hier rüber machen? Komplett. Die ist ja jetzt nur hier in dem Bereich, in dem rechten. Aber theoretisch könnte die doch bis über den linken gehen und dann hier im vorderen Bereich sein. Und dann hast du hinten den durchgezogenen Dachgepäckträger komplett. Das wäre doch cleverer. Randvoll und das müssen wir einfach langfristig gucken, wie sich das macht. Und eventuell noch einen Wassertanken extern hier ran. Kann ich mir durchaus vorstellen, dann richtig schön warm. Dass das erstens gut aussieht und zweitens auch sehr praktisch ist, weil da haben wir auf dem Dach keine Abdeckung auf der Solarplatte mehr. Ja, oben auch noch ein bisschen mehr Stauraum auf dem Dachgepäckträger. So, genau. Ansonsten gehen wir nochmal nach vorne, würde ich sagen. So, liebe Zuschauer, das war unser erstes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist unser Kfz, mit dem wir die nächsten Wochen, Monate, Jahre, wie gesagt, unterwegs sein werden. Oh, es ist einfach geil. Ich glaube, ich brauche erstmal meinen scheiß Führerschein zurück, ey, diese Kackscheiße. Werden. Wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da. Mal sehen, was hier für Videos kommen werden. Also Vanlife, ein bisschen Reisen, Traveling. Und ja, wir haben auch eine Instagram-Seite, Gebrüder lange Reisen. Da wird auch einiges kommen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen nach oben da, ein Abo für diesen Kanal und würde uns auf jeden Fall sehr unterstützen. Und ja, sehr cool. Daumen nach oben, abonnieren. Bam, rein da, Freunde. Sehr, sehr.